Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag, der ja genauso im Remote-Modus stattfindet wie so vieles in den letzten Monaten, ja, wie gerade auch viele Ausstellungen in Museen und in Galerien. Ja, dass auf diese Weise vor allem auch Reiseaktivitäten auf ein Minimum zurückgefahren werden. Das könnte jedoch, so kommt es mir zumindest vor, nicht zuletzt einen ersten Vorgeschmack auf eine Zukunft liefern, in der es dann vor allem aus ökologischen Gründen nicht mehr verantwortbar sein wird, zu jeder Messe, zu jeder Biennale, zu jeder Blockbuster-Ausstellung, zu jeder Vernissage zu reisen. Und insofern wird man später einmal die Corona-Zeit vielleicht sogar als eine wichtige Pilotphase ansehen, in der notgedrungen erstmals in großem Umfang mit Formaten experimentiert wurde, die an die Stelle von Reisen, von direkten Begegnungen treten können. Und ja, vielleicht kommt es jetzt also wirklich zu einem Umdenken, das gerade in der Kunstwelt mit ihrer sehr aufwendigen, mit ihren sehr voraussetzungsvollen Infrastrukturen auch besonders nötig wäre. Also KünstlerInnen, KuratorInnen, SammlerInnen gehören zu den reisefreudigsten Spezies, deren CO2-Bilanz sicher weit über dem Durchschnitt liegt. Aber natürlich auch schon der Transport von Werken zu Ausstellungen, zu Messen, oft noch eskortiert von KuratorInnen und anderem Personal, ist ökologisch alles andere als unbedenklich. Also eher die Ausnahme sind nach wie vor Arbeiten wie die auf dem iPad entstehenden Bilder von David Hockney. Die kann man per WeTransfer sehr unaufwendig online verschicken für eine Ausstellung. Und ja, selbst dann noch, wenn Ausstellungen lockdownbedingt geschlossen werden müssen, bleiben diese Bilder voll zugänglich, weil sie eigentlich auf jedem Bildschirm auf dieselbe Weise sichtbar werden. Man bei ihnen also nicht zwischen Original und Reproduktion zu unterscheiden hat. Erst wenn aus solchen Bildern dann non-fungible Tokens werden sollten, die in letzter Zeit so viel die Rede war, dann würden auch sie zu einem ökologischen Problem, weil ja bekanntlich die Zertifizierung dieser Werke extrem energieaufwendig ist. Viele andere Werke sind hingegen jetzt schon problematisch. Sie sorgen, denken wir nur an viele Installationen, für viel Müll. Andere sind aus schwer abbaubaren Materialien oder auf andere Art problematisch. Das ist ein ganz großes eigenes Thema. Das will ich jetzt im Folgenden allerdings gar nicht behandeln. Ich möchte mir eigentlich vielmehr alleine ein paar Gedanken machen über einen Kunstbetrieb ohne Reisen. Beginnen möchte ich aber doch mit so einer allgemeineren Überlegung, mit der Feststellung, dass die Kunstwelt lange Zeit insgesamt erstaunlich gleichgültig gegenüber ökologischen, aber auch gegenüber vielen sozialen und anderen Fragen war. Vielmehr gehörte es zu der sehr ernst genommenen Idee von Kunstfreiheit, KünstlerInnen gerade keine Vorgaben zu machen, was zum Beispiel Werkmaterialien, was Transportfragen, was Reisetätigkeiten anbelangt. Also in der Kunst sollte es immer nur um kunstspezifische Fragen gehen, um nichts sonst. Und sondern die Einbeziehung von Kriterien, die nicht direkt aus der Kunst selbst stammen, hätte sozusagen der Idee widersprochen, dass die Kunst eben autonom, unabhängig sein soll. Ja, und da ist doch mein Eindruck, dass sich das nun deutlich zu ändern begonnen hat. Und dieses oft auch als absolut verstandene Privileg der Kunstfreiheit gerät zunehmend in die Kritik. Es erscheint unzeitgemäß, es erscheint tatsächlich wie aus Zeiten eines Absolutismus.
Ja, und so wie eben viele es nicht mehr länger dulden wollen, wenn Kunst rassistisch oder frauenfeindlich ist, so wächst eben auch die Kritik an einer Kunst, die ökologisch ignorant ist. Aber durch dieses Freiheitsprivileg ist die Kunst erstmal auch jetzt sehr klein Rückstand geraten gegenüber anderen Bereichen, wo Artefakte produziert werden. Vor allem, man könnte sagen paradoxerweise, man könnte auch sagen peinlicherweise, ist die Kunst in Rückstand geraten gegenüber der ganzen industriellen Konsumkultur, wo also schon seit 1 bis 2 Jahrzehnten mit doch zunehmend viel Ehrgeiz und Energie daran gearbeitet wird, Produkte herzustellen und zu vertreiben, ja, die ökologischer, die fairer, die sozialer sind als bisher. Also denken Sie nur an all diese Gütesiegel, mit denen Standards zertifiziert werden, an viele Kampagnen, die ja mehr Transparenz rund um Produktion, Vertrieb, Entsorgung von Konsumgütern eingefordert haben und so dazu beigetragen haben, ja, dass Produkte heute eben nach viel mehr Kriterien als noch vor 2 Jahrzehnten beurteilt werden. VerbraucherInnen haben oft auch viel Druck gemacht und bei vielen Start-ups heute besteht von vornherein ja eine große Motivation, etwas zu ändern, zu verbessern. Man könnte vielleicht sogar sagen, nach und nach wirkt sich hier positiv aus, dass Konsum lange Zeit generell sehr kritisch gesehen wurde, sich sozusagen in der Defensive befand, sondern ein sehr schlechtes Image hatte. Dagegen hatte die Kunst immer ein sehr gutes Image und bekam deshalb eben sogar, wie ich gesagt habe, ganz besondere Freiheitsprivilegien zugestanden. Sie war also von vergleichbarer Kritik wie die ganze Konsumwelt immer freigehalten. Auch Rezipientinnen haben eigentlich immer akzeptiert, dass sie jetzt gar nicht so sehr mit eigenen Forderungen und Ansprüchen da kommen dürfen. Und dass autonome Kunst nicht nachfrageorientiert entstand, das trug erst recht noch dazu bei, dass KünstlerInnen ziemlich unbehelligt agieren konnten. Aber eben dadurch geriet Kunst immer mehr ins Hintertreffen. Man könnte sagen, so ein Kriteriendefizit entstanden und das wird jetzt immer auffälliger, eben selbst und gerade gegenüber profanen Alltagsprodukten. Und ja, inzwischen ist halt so ein Punkt erreicht, wo man das nicht mehr übersehen oder nicht mehr bagatellisieren kann. Meinem Eindruck nach ist das so öffentlichkeitswirksam erstmals bei der Biennale in Venedig 2019 in größerem Stil zum Thema geworden. Da sind mehrere Artikel erschienen, in denen man kritisiert hat, dass zwar in vielen künstlerischen Beiträgen die Klimakrise etwa verhandelt, auch angeklagt wird, dass die Arbeiten selbst aber, vor allem aber der gesamte Kunstbetrieb mit seiner großen Reiselust, alles andere als klimafreundlich seien. Unter dem Titel Why the Eco-Artists Need to Practice What They Preach, fragte etwa die englische Kunstkritikerin Rachel Campbell-Johnston in der Times nach der Ökobilanz der Kunst. Und dieser Artikel wurde dann wiederum zum Beispiel, wie wir es hier sehen, von Olafur Eliasson, also einem Künstler, der seinerseits sowohl Umweltaktivist als auch CO2-Produzent im großen Stil ist, dann gepostet, zustimmend gepostet auf seinem Instagram-Account. Und andere, oft auch wieder KünstlerInnen, haben dann in den Captions ebenfalls ein Umdenken gefordert, ein Gegensteuern, eine Transformation. Also das sind so Indizien, wo man sieht, da ist das jetzt angekommen in der Kunstwelt. Im Februar 2020 dann, also so unmittelbar vor die Pandemie als solche wirksam wurde, hat Hans-Ulrich Obrist dann, der ja bis dahin sicher weltweit umtriebigste, kosmopolitischste Kurator, Direktor der Londoner Serpentine Gallery, mit der Ankündigung überrascht, künftig deutlich weniger fliegen zu wollen. Hat da auch eine Erklärung abgegeben und berief sich da unter anderem auf Gustav Metzger, also einen der ganz großen institutionskritischen Künstler, leider schon verstorben, der unter anderem bereits in den 1970er Jahren einen Kunststreik ausgerufen hatte und der dann seit 2007 bei verschiedenen Kunstevents Flugblätter auslegte, mit denen er
unter dem Titel Reduce Art Flights gegen diesen ganzen Biennalen- und Messetourismus protestiert hat. Also darauf bezog sich jetzt Obrist mit seinem Bekenntnis zum Flugverzicht. Außerdem hat er in seinem Statement dann auch noch so für eine Kunst geworben, die darin besteht, dass KünstlerInnen nicht mehr materielle Werke schaffen, sondern dass sie Anweisungen geben, die dann ortsunabhängig umgesetzt werden können, sodass eben all diese Transporte zum Beispiel entfallen, dass man aber auch nicht eigens reisen muss, weil man ja dieselben Anweisungen, dieselben Werke also bei sich ganz genauso realisieren könnte. Und Obrist selbst hatte bereits, darauf verweist auch in seinem Statement, 1993 ein Projekt initiiert unter dem Namen Do It, das tatsächlich genau darin besteht, dass Anweisungen meist prominenter KünstlerInnen immer wieder neu realisiert werden. Hier mal zwei Beispiele. Louis Bourgeois hat sich daran beteiligt, Engren und Rexit haben sich daran beteiligt, viele andere auch. Und manchmal sind die Anweisungen sehr kurz, nur ein Satz, was man irgendwo tun soll, um vielleicht die eigene Wahrnehmung zu verändern, um irgendetwas zu provozieren, was einen dann auch wieder, was einem eine besondere Erfahrung verschafft. Manchmal sind es längere Anweisungen, die vielleicht ein komplizierteres Setting erstmal voraussetzen, wo man dann etwas Bestimmtes tun muss, was sich vielleicht auch eher dann im Ausstellungsraum eignet als auf der Straße. Ja, und das, was Obrist hier in den 90er Jahren gestartet hat, worauf er sich jetzt also auch wieder bezog, was er jetzt sozusagen auch wieder neu stark machen möchte, das hat natürlich auch noch durchaus wichtige Vorläufer in der jüngeren Kunstgeschichte. Also in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts innerhalb der Konzeptkunst, innerhalb der Fluxusbewegung, allerdings mit völlig anderer Motivation. Also damals wurden solche Projekte gestartet, um mehr Partizipation zu ermöglichen, um gerade den erhabenen Status von KünstlerInnen eben dadurch auch zu relativieren, ein Stück weit, dass andere bei der Umsetzung einer Werkidee beteiligt werden. Also sicher ganz prominent hier ist Yoko Ono zu nennen mit all ihren Pieces, was sie in den frühen 60er Jahren begonnen hat und dann ja ihre gesamte Karriere hinweg immer wieder auch erweitert und um neue Stücke ergänzt hat. Auch das Anweisungen, oft auch Beschwörungen, vielleicht erstmal eines inneren Bildes, aus dem heraus dann eine bestimmte Erfahrung gemacht werden soll. Oder ungefähr zur selben Zeit begann hier in Deutschland Fritz Schwegler mit seinen Effeschiaden. Hier mal ein Beispiel aus den frühen 70er Jahren, der Huter Luder. Also er hatte da auch immer so eine Anweisung gegeben, ein Bild gezeichnet und dazu dann einen Text formuliert. Hier lautet der: zu Feierlichkeiten einst getragen, der ehrwürdige Zylinder, schwarz, wird nun am Rande ringsum beschnitten, weit rein, bizarr und weich sowohl, als müsse das zum Luderleben sein oder unseres Leger bezeichnet, wer ein solches. Also, hier ist die Idee, jeder, der noch so einen alten Zylinder irgendwo zu Hause hat, kann sich daraus jetzt selber sein Kunstwerk basteln. Und so wie in diesem Stil wie hier gibt es also von Schwegler Hunderte, wenn nicht gar Tausende, mal sehr einfache, mal relativ aufwendige auch Anweisungen. Und ja, ich denke, es ist eigentlich ganz aufschlussreich, solche Spielarten von Kunst jetzt nochmal aus anderer, sondern eben aus ökologischer Perspektive zu betrachten. Also auch ja Obrists Projekt Do It von 93 war ja noch nicht mit dem Zweck der Ressourcenersparnis gestartet worden, aber jetzt auf einmal, ja, erscheint es tatsächlich vorstellbar, dass diese Formen von Kunst, die also in solchen Anweisungen bestehen, die einfach wiederholbar, einfach interpretierbar sind, an Bedeutung gewinnen, dass sie vielleicht sogar ihre große Zeit erst vor sich haben. Und ich glaube, das wird auch noch durch einige andere Entwicklungen der letzten Jahre begünstigt. Also etwa dadurch, dass heute ja Formen von Kunstvermittlung viel verbreiteter als früher sind,
die gerade auch darin bestehen, jetzt aus passiven RezipientInnen von Kunst aktive Mitwirkende zu machen, die also etwas umsetzen, etwas selber ausführen und gestalten. Für diese Art von Kunstvermittlung muss man nicht unbedingt jetzt die wertvollsten Originale in Museen transportieren. Nein, das kann man sagen, auch auf ganz andere Art machen. Also, und je mehr Museen sich halt auf solche partizipative Formen auch der Kunstvermittlung konzentrieren, desto mehr wiederum richten sie sich auch dann mit ihren Angeboten primär an die BürgerInnen ihrer eigenen Stadt oder Kommune. Also tragen auch dazu bei, dass weniger gereist wird, weniger Tourismus notwendig ist, um überhaupt Kunsterfahrungen zu machen. Aber genauso würde ich sagen, hat die Digitalisierung, hat die zunehmende Macht der Social Media hier einiges verändert und könnte ebenfalls es begünstigen, sagen solche Formen von Kunst, die aus Anweisungen bestehen. Also gerade solche Ideen im Stil von Yoko Ono oder von Fritz Schwegler könnte man auch unter der Rubrik Challenge präsentieren. Das ist ja so eine der beliebtesten Hashtags, gerade jetzt bei einer Plattform wie TikTok, also wo sagen dann verschiedene User in einen Wettbewerb untereinander eintreten und es darum geht, wer kann eine Aufgabe ja noch virtuoser, noch witziger, noch schneller, noch überraschender lösen oder umsetzen. Ja, und vielleicht werden künftig KünstlerInnen gerade auch dann besonders berühmt sein, wenn sie eben besonders beliebte, besonders erfahrungsintensive Challenges entwickelt haben. Und ja, wenn das erstmal sich verlagert, sagen in die Social Media, dieses Feld der Kunst, dann heißt es natürlich erst recht, dass eigentlich nicht mehr so viel gereist werden muss. Ja, aber nicht nur Hans-Ulrich Obrist hat gelobt, sein Reiseverhalten zu verändern, sich auch nicht mehr damit zu begnügen, Ausgleichszahlungen für die CO2-Belastung zu leisten, die vor allem durch Flüge entsteht. Nein, es gibt mittlerweile diverse global ausgerichtete KünstlerInnen, die angekündigt haben, weniger oder sogar gar nicht mehr zu fliegen. Also zum Beispiel Mika Rottenberg hat in einem Interview im Sommer 2020 dazu Stellung genommen. Das ist geführt worden aus Anlass der Ausstellung Zero Waste im Leipziger Museum der Bildende Künste war diese Ausstellung, wo also das Umdenken in der Kunst, ich denke, mit zum ersten Mal etwas größer verhandelt wurde. Und Rottenberg wurde hier sagen, auch befragt, begleitend zu dieser Ausstellung, über ihr sagen, eigenes Umweltverhalten. Und hier ist mal eine Passage aus diesem Interview, wo sie sagt, ich habe meinen Konsum so gut wie möglich reduziert, lebe zu 90% vegan, ich fahre ein Elektroauto, auch wenn ich weiß, dass auch das unter Umweltgesichtspunkten Nachteile bringt. Aber es fühlt sich richtig an, die Ölindustrie nicht zu unterstützen. Ich habe schon vor Corona entschieden, nicht mehr als 20 Stunden pro Jahr zu fliegen. Ich nutze Ökostrom, ich lasse mich bei Ausstellungen von NachhaltigkeitsexpertInnen beraten und verwende Dinge wieder. Und trotzdem konsumiere ich noch etwa 4-mal so viel, wie unser Planet vertragen würde. Also, interessante Statements. Und 20 Stunden nur noch fliegen im Jahr. Das heißt, bei einer so erfolgreichen Künstlerin wie ihr, wenn dann erstmal wieder sagen, es grundsätzlich losgeht mit dem Reisen, dass sie ja bei weitem nicht mehr eigentlich zu all den Eröffnungen kommen kann, wo Werke von ihr ausgestellt werden. Also die neue Losung, mit der vielleicht sogar schon bald geworben werden wird, lautet gerade nicht mehr The Artist is Present, sondern im Gegenteil The Artist is Absent. Wir sehen aus diesem Statement auch, Rottenberg bemüht sich sonst um einen nachhaltigen Lebensstil, möchte auch ihre künstlerische Arbeit nach strengeren Standards ausrichten. Bei ihr kann man jetzt sagen, passt das vielleicht auch ganz gut zu ihren Themen, die sie als Künstlerin verfolgt. Das sind viele Videoarbeiten
Und hier sind nun mal zwei Stills aus dem Film Squeeze, einer ihrer bekanntesten Filme von 2010. Da hat sie also dokumentarisches, fiktionales Material miteinander verbunden, um ja, Produktionsprozesse vorzuführen, die dann überwiegend, so wie sie es inszeniert hat, absurd, surreal, aber auch besonders ausbeuterisch und eigentlich unheimlich erscheinen. Dazu passt auch dieser Titel Squeeze, also unter Druck setzen. Dieser Film allerdings ist noch sehr reiseaufwendig gedreht worden, also unter anderem in einer Gummiplantage in Indien, in einer Salatfarm in Arizona und so weiter. Und genau das würde wohl Rottenberg inzwischen selber in Frage stellen, diese aufwendige Art der Produktion. Das geht aus einer anderen Stelle in dem Interview hervor, wo sie sagt, wenn ich einen Gegenstand benutzen möchte, frage ich mich, woraus ist der gemacht, wie wurde er produziert, wie giftig ist er und wieso glaube ich, dass ich ihn brauche. Dadurch wird es einfacher, die richtige Entscheidung zu treffen. Am schwersten fällt es mir bei Essen, bei Sachen für Kinder und natürlich, wenn es bedeutet, dass ich ein Kunstwerk anders umsetzen werde als geplant. Früher war ich überzeugt davon, dass man die Regeln für die Kunst aussetzen darf. Das glaube ich heute nicht mehr. Ich frage mich oft, zu welcher Kultur ich mit meiner Arbeit beitrage. Ist es eine Kultur des ewigen Abbaus und der Ausbeutung oder eine der Regeneration? Es ist keine leichte Zeit, um zu rechtfertigen, dass man überhaupt irgendetwas macht. Also, finde ich interessant, wie sie ihren eigenen Meinungswandel nochmal auch darlegt. Also früher dachte sie, für Kunst würden Ausnahmen gelten. Heute möchte sie eben das nicht mehr in Anspruch nehmen und vielleicht sogar es umdrehen und sagen, im Gegenteil, Kunst hat vielleicht heute sogar eine Art von Vorbildfunktion. Also man kann ja sagen, wenn es schon KünstlerInnen nicht gelingt, ökologischere Standards zu etablieren, von wem sollte man dann eigentlich die nötige Sensibilität, Kreativität, Konsequenz auch erwarten können? Das heißt, alles, was man als KünstlerIn macht, sollte sich gerade auch ökologisch rechtfertigen lassen. Und das heißt für Rottenberg ganz konkret etwa dann auch, dass man eine Videoinstallation bei neuen Ausstellungen vielleicht nur noch als Videoarbeit zeigt, sozusagen abgespeckt, dass man den installativen Teil, der jetzt viele Materialien beanspruchen würde, viel Müll dann letztlich wieder erzeugen würde, lediglich in Form von Skizzen noch präsentiert, sodass sich sozusagen die Besucher in einer Ausstellung noch vorstellen können, wie das Werk eigentlich geplant war, es aber so nicht mehr in dieser aufwendigen Form präsentiert bekommen. Dazu nochmal ein letzter Interview-Ausschnitt, wo sie sagt, ich habe mich dazu entschieden, nicht die ganze Installation zu zeigen, die eigentlich zu meiner Videoarbeit gehört. Stattdessen hängen einige Dokumente an der Wand, aus denen hervorgeht, wie die Arbeit ursprünglich einmal gezeigt wurde und wieso wir uns entschieden haben, sie jetzt nicht mehr so auszustellen, eben aus Zero-Waste-Gründen. Die Menschen besitzen eine große Vorstellungskraft, wenn man sie nur dazu anhält, sie zu nutzen. Deswegen glaube ich, dass diese Form der Präsentation funktioniert. Ich habe im Rahmen meiner Arbeit schon so viel Material benutzt, ich habe das Gefühl, mein Limit überschritten zu haben. Ja, also wie eigentlich auch schon bei der Konzeptkunst à la Yoko Ono setzt Mika Rottenberg offenbar vermehrt auf die Vorstellungskraft des Publikums. Also Kunst soll sich erstmal auch in den Köpfen ereignen, in Form innerer Bilder ereignen und ist dann eben auch materialschonend, sozusagen eben so immateriell wie nur möglich. Das finde ich interessant. Die Geschichte der Einbildungskraft ist ja eine sehr lange, wechselreiche Geschichte und man hat der Einbildungskraft ganz unterschiedliche Funktionen auch historisch immer wieder zugemessen. Hier kommt ja jetzt offenbar eine ganz neue Funktion zu. Man könnte vielleicht sogar ein bisschen zugespitzt hier davon sprechen, dass hier sagen, ja, protestantische Praktiken unter ökologischen Vorzeichen wiederkehren. Bekanntlich wandte sich ja der Protestantismus gegen materielle Bildwerke, weil man ja Götzendienst befürchtete, weil man vor allem der Überzeugung war, dass sich ja überzeitliche Wahrheiten gar nicht in vergänglicher Materie ausdrücken ließen.
Und dagegen schien eben die Einbildungskraft, also das Reich der inneren Bilder, wahrheitsfähiger zu sein. Man bevorzugte daher Texte wie vor allem die Bibel, um innere Bilder zu wecken. Und ja, heute könnte man sagen, sind es eben wieder Texte, sind es Anweisungen, die man in den Fokus rückt und wo sagen besser als mit materiellen Werken dieses neue große Ziel eben von mehr Nachhaltigkeit vielleicht erreicht werden kann. Also aus dieser protestantischen Formel Sola Scriptura wird jetzt sowas wie ein ökologischer Antimaterialismus. Nochmal ganz kurz zurück zu Rottenberg, so wie sie es hier beschreibt. In dem Interview ist ja so, dass sie eigentlich jetzt hier auch ausdrücklich zeigt, was sie nicht zeigt, also indem sie nur die Skizzen und so davon ausstellt. Das heißt, sie möchte irgendwie offenbar schon auch, dass das Publikum ihren Verzicht, also ihre gestalterische Askese eigens mitbekommt. Also so, als habe sie als Künstlerin eben auch ein Opfer gebracht. Und da frage ich mich so ein bisschen, ob das nicht vielleicht auch eine etwas zu theatralische Form der Ökologisierung von Kunst ist. Ob es eine ist, die ja auf Dauer sinnvoll sein kann. Also man kann ja schon fragen, müsste es nicht eher darum gehen, mit weniger Materialaufwand dieselbe atmosphärische Qualität zu schaffen, also gleichsam effizienter zu werden. Aber immerhin wird aus Rottenbergs Aussagen deutlich, dass hier ein Umdenken eingesetzt hat und ja, dass es eben offenbar zu einer neuen künstlerischen Herausforderung wird, bei der Werkentwicklung auf mehr Faktoren, auf mehr Kategorien als bisher Rücksicht zu nehmen. Also so sehr Kunst lange Zeit, wie ich gesagt habe, im Rückstand war gegenüber anderen Bereichen, so sehr könnte sie nun vielleicht in der Zukunft eine Vorreiterfunktion übernehmen, könnte sagen, exemplarisch vormachen, wie sich auch unterschiedliche Ansprüche miteinander verbinden lassen. Also wenn erstmal diese bisherigen Kriterien, Defizite erkannt sind, so könnte man vielleicht auch sagen, dann könnte das den Ehrgeiz wecken, sagen auch wieder einer ganz anderen alten Idee entsprechen zu wollen, nämlich der Idee, dass Kunst ja vor allem mal eine herausragende Leistung sein soll, also über Qualitäten verfügen soll, die anderes so nicht hat. Ja, und so könnte sie eben die Vorstellung durchsetzen, dass man sagen, gerade an Kunst höhere Ansprüche als an anderes stellen kann, dass man sagen, gerade von ihr erwarten kann, sondern eben nicht nur in einer, sondern ja, in möglichst vielen Hinsichten über Exzellenz zu verfügen. Also jetzt nicht nur formal brillant, geistreich, überraschend zu sein, sondern eben zugleich besonders ressourcenbewusst oder unter besonders fairen Bedingungen produziert. Ja, und je mehr könnte man vielleicht auch mutmaßen innerhalb der Kunstwelt über Kriterien diskutiert wird, desto eher wird dann das, was sagen, neu an Kunst entsteht, ja, letztlich vielfältig reflektiert sein, wird damit sagen, auch dichter sein, überzeugender sein als bisherige Formen von Kunst. Je mehr über Kriterien diskutiert wird, desto eher allerdings kann es vielleicht auch dazu kommen, dass KünstlerInnen die Schwerpunkte ihrer Arbeit ganz verschieben, einfach weil sie zu der Überzeugung gelangen, nur so noch drohende Katastrophen aufhalten zu können. Also künstlerische Arbeit ist dann vielleicht sogar gar nicht mehr im herkömmlichen Sinne werkförmig, sondern nähert sich der Arbeit von NGOs an, die sich ihrerseits ökologischen Belangen widmen. Zum Beispiel hat der österreichische Künstler Edgar Honnetschläger, der bis dahin vor allem mit Filmen, Installationen, großformatigen Zeichnungen international unterwegs war, 2018 so eine NGO gegründet mit dem Namen Go Bugs Go, die sich dem Schutz von Insekten widmet, deren Aussterben ja doch in großem Ausmaß das Ökosystem bedrohen würde. Und Go Bugs Go, diese NGO, verfolgt das Ziel, Land zu kaufen, das dann so komplett der Natur überlassen wird, also von Menschen nicht länger betreten oder bearbeitet werden darf. Und nicht zuletzt natürlich mit dem statusträchtigen Image von Kunst wirbt Honnetschläger um Mitglieder für diese NGO
Und wenn er eingeladen wird zu Ausstellungen in Kunstinstitutionen, dann nutzt er das, um seine NGO bekannter zu machen. Und zugleich ja, verweigert er sich dem Kunstbusiness, also konsequenter noch oder radikaler noch als Rottenberg hat er verkündet, grundsätzlich in kein Flugzeug mehr zu steigen. Und ja, seine Devise lautet: Art cannot just create awareness, it has to question its own process of production in terms of materials we are using, in terms of presumed mobility we claim to need in order to express ourselves. Also, die Mobility ist auch hier sozusagen ein neuralgischer Punkt. Ja, und mir scheint, es gibt zurzeit nicht wenige KünstlerInnen, die vielleicht mit einem ähnlich radikalen Bruch zumindest liebäugeln und sagen, so eine sehr markante Geste, wie Honnescheger sie jetzt hier auch vollzogen hat, langsamen Veränderungen, allmählichen Kriterien, Wandeln vorziehen. Und so eine Radikalität, wie wir sie hier sehen an diesem Beispiel, die steht ja ihrerseits, könnte man sagen, auch nochmal in der Tradition dessen, was schon während der gesamten Moderne von KünstlerInnen erwartet wurde, nämlich eben besonders kompromisslos zu sein, weder sich noch andere zu schonen. Zugleich könnte man natürlich auch angesichts des Vorgehens von jemand wie Honnetschläger skeptisch fragen, ob damit die Kunst nicht letztlich ganz aufgegeben wird. Also, statt jetzt die bisherige künstlerische Arbeit mit neuen Anforderungen zu konfrontieren, entsprechend dann anzupassen, wird sie ja, könnte man schon sagen, durch ein primär ökologisch-aktivistisches Agieren ersetzt. Das kann man natürlich dann in der Tradition des Ready-Made selber wieder zur Kunst erklären, das wissen wir alle. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auf Dauer genügt, so zu verfahren, ob man eben nicht doch lieber herkömmliche Werkformen und Gattungen neu denken sollte, so lange transformieren sollte, bis sie ökologisch verträglicher werden. Neben vielen anderen fordert etwa auch Hito Steyerl einen Umbau der Kunstwelt, sodass diese eben nachhaltiger, zugleich kritischer gegenüber herrschenden Machtverhältnissen wird. Und das wäre so noch mal ein abschließendes Beispiel, was ich bringen möchte, oder Zitat, auch wieder aus einem Interview aus dem Jahr 2019. Da wurde Steyerl gefragt, was denn aus ihrer Sicht so die größte Herausforderung darstelle. Und sie meinte, ja, es muss überhaupt erst mal gelingen, sondern die Kunstwelt halbwegs schnell, gerade auch ökologisch, umzubauen. Aber das sei vielleicht schon, meinte sie dann auch, zu optimistisch, daran überhaupt zu glauben, und fügte dann Folgendes an: The more pessimistic or realistic option is some kind of exodus, basically a brain drain from the art world, precisely because it has become unsustainable, way too unequal and too toxic overall. This is what will happen if the art world does not change. It will cease to be an option for younger generations, a bit like Facebook. It has started already. Also, Sie meinen, schnell könnten die Verhältnisse so dramatisch werden, dass eben die Kunst nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist oder so zumindest wahrgenommen wird und sich eben so die halbwegs verantwortungsbewussten, klugen Leute von ihr abwenden. Und entsprechend muss es eben die Aufgabe sein, so gegen diesen Brain Drain from the Art World anzugehen, indem man, ja, so die Art World selbst möglichst gründlich ändert und höhere Ansprüche als bisher an sie stellt. Ja, und ich würde eben sagen, die Lockdowns, die im Zuge von Corona notwendig wurden, haben viele Impulse gegeben für einen solchen Umbau der Kunstwelt, und man kann nur hoffen, dass sie auch genutzt werden, dass sie sagen, als Anregung, als Ausgangspunkte genommen werden, damit die Kunstwelt eben nicht bald nur noch ein Ort von, ja, zurückgebliebenen, veränderungsunwilligen, selbstgefälligen Leuten ist. Herzlichen Dank.